Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Ich stehe natürlich noch immer da, wo ich gestanden bin beim letzten Part. Liegt einfach daran, dass ich nicht vorproduzieren kann, nicht vorproduzieren möchte, wie auch immer. Und jetzt würde ich sagen, machen wir erst einmal ein Feuer. Ich muss... Nein, nicht noch Johannes Kraut. Stock. Habe ich noch einen Stock hier irgendwo? Da. Weil ich möchte einfach was sehen. Ich kann die Tiere so nicht sehen mit meinem Superblick. Also von daher würde ich sagen, riskiere ich es nicht. Warte auf den nächsten Sommer. Warte mal, jetzt mache ich erst einmal das eine Lagerfeuer. Weil ich nämlich hoffe, dass ich auch tatsächlich angezeigt bekomme, was ich da jagen soll. Dreimal Wolf oder Wildschwein und nächtliches Geheul ist dreimal Wolf. Okay, dann aktiviere ich das hier mal. Das haben wir auf jeden Fall. Ich werde mal... Wie spät ist jetzt eigentlich? Naja, allzu viel... ich verliere schon was, aber... Ist okay. Wir schlafen jetzt einfach mal. So, ist auf jeden Fall besser... als jetzt wirklich des Nächtens hier durchzulaufen. Allerdings würde ich gerne noch einen Baum fällen, weil die Speere, die gehen doch relativ schnell kaputt. Ja. Insofern habe ich mich ja in dem gestrigen Part gewundert, warum ich nur noch zwei Speere hatte, aber es war klar. Ich habe ja auf das Schwein eingestochen und habe natürlich dementsprechend dann den einen Speer schon kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das in die Kommentare geschrieben habt. Ich habe das im Grunde so 3 Stunden ungefähr, bevor ich es hochgeladen habe, aufgenommen. Also das war wirklich eine Hauruck-Aktion dann, weil ich wollte unbedingt den Part heute bringen. Also gestern bringen. Ja, ihr seht, ich produziere jetzt halt auch gerade wieder ein bisschen vor. Muss auch sein. Und ich freue mich schon umso mehr auf den Livestream später... Also aus meiner Sicht später mit Raft, mit meinem Solo. Bin mal gespannt, wer da alles mit drauf kommt. Also jetzt schon mal herzlichen Dank. Das ist immer schwierig in der Vergangenheit, Zukunft. Irgendwo hängt man da ja immer so zwischendrin, wenn man Parts aufnimmt, wenn man vorproduziert. Aha. Da liegen Hölzer. Es ist jetzt halt nur natürlich... Warte mal, da liegt auch eine Trinkflasche. Met, so. Steinaxt. So, jetzt bin ich natürlich überladen, ne? Das ist klar. Trotzdem nehme ich mir die 3 Stämme mit. Und die werde ich dann auch gleich mal verarbeiten hier zu Holzspeeren. Macht ja ein bisschen was vom Gewicht, ne? Ja, macht einiges von Gewicht. Ich muss mich da noch dran gewöhnen, dass ich ja nicht dann 3 einzelne Speere herstelle, sondern sofort alles herstelle. Dann würde ich sagen, mache ich gleich nochmal eine Fackel, dass ich da auch ein paar... Na super, jetzt ein einziger Stock, ne, den ich dann weg habe. Das bringt mir nichts. Was habe ich denn alles im Inventar drin? Essen könnte ich sowieso was. Und schauen wir mal, dass mir das Fladenbrot wiegt nicht sehr viel. Ich hätte eigentlich gleich mal das Fleisch braten können, ne? Bin ich schon so weit weg? Na komm, ich glaube, ich sammle schneller die Stöcke und brate das Fleisch durch. Dann kann ich das nämlich im Grunde so wie... Achso, ich habe genug Stöcke. Dann kann ich das im Grunde alles verbraten. Und dann vielleicht auch gleich alles verfuttern. Habe ich jetzt da was gehört? Weil nicht, dass ich jetzt halt genau schon bei einem Wolf stehe und das gar nicht mitkriege. So, normalerweise sollte dann auch das Kochen schneller gehen. Ich hoffe aber, dass die Skillpunkte die gleichen bleiben. Also auch wenn ich das jetzt halt schneller herstelle. Aber ich hoffe, dass das dann wenigstens gleich bleibt. So, das sind 1,6 Kilo. Das bringt mir nicht viel, aber essen kann ich trotzdem alles. Johanniskraut nimmt mir nur die Vergiftung. Met, der macht mich wahrscheinlich besoffen. Plus 15% Alkohol, na super. Breitwegerich brauche ich jetzt nicht futtern. Was trinken wir eigentlich nicht einmal so verkehrt? Wir haben halt den Dünger, ne, und die Samen einstecken ist das Problem. Ich könnte jetzt höchstens... Das ist echt blöd, ne?
Wenn ich das Zeug daher droppe, es bleibt ja liegen, ne? Und zum Sambo müssen wir eh nochmal. Dann würde ich sagen, schmeiße ich jetzt einfach mal hier das Brett raus. Ich schmeiß die Stöcke raus, die brauche ich nicht unbedingt. Dann habe ich immer noch 37 Kilo. Das könnte ich noch rausschmeißen. Ich könnte höchstens noch die Steinaxt wieder hertroppen. Weil die hat auch nochmal 2,5 Kilo. Und dann werden wir zumindest schon mal schneller. So, rüst aber gleich dein Speer wieder aus. Ich weiß nicht, ob es den Wagen wieder gibt, der da unten lag. Muss ich natürlich runtergucken, ist klar. Ne, der ist aktuell nicht da. Kann ja sein, dass der auch wieder auftaucht, ne? Das ist klar. Wir laufen halt jetzt einfach mal straight zum Sambor. Das haben wir zumindest schon mal die Hütte. Jetzt hoffe ich, dass ich den Sambo auch gleich sehe. Ah, der steht direkt vor seinem Haus, ne? So. Der schaut aber ganz anders aus jetzt halt hier. Alter. Servusle. Du hast dich wohl verlaufen, Junge. Tut mir leid, ich wollte dich nicht... warte mal, schau mich an und hör auf zu zittern. Ah, schwarz, blau. Du bist mit Jordan verwandt, nicht wahr? Ja, mein Name ist Rasimir, dann musst du Sambor sein. Und woher willst du das wissen? Ich habe mich mit Unigos unterhalten. Er hat mir gesagt, dass du auch Memento gehört hast. Auch zu Memento gehört hast. Zu bitte was habe ich gehört? Der Meute, die mit Unigos und Jordan? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen bescheuerten Namen gehört. Oh, tut mir leid, vielleicht habe ich mich geirrt. Wir wurden die glorreichen Fünf genannt. Meine Güte, das ist eindeutig schlechter. Das ist doch gleich ein viel besserer Name. Machen wir lieber das hier, viel besserer Name. Da hast du verdammt recht. Das liegt daran, dass er von mir kommt. Jeder hat ihn geliebt. Keine Ahnung, warum Unigos dich diesbezüglich angelogen hat. Er war sicher nur neidisch auf deine Kreativität. Ha, natürlich war er das. Und nicht nur darauf. Wie dem auch sei, ich würde gerne ein paar Geschichten über meinen Onkel hören und über die Abenteuer der Meute. Was für ein glücklicher Zufall, denn ich würde unglaublich gerne meine Zeit damit verbringen, an einem knisternden Feuer zu sitzen und Geschichten von früher zu erzählen. Ja, wirklich? Nein, verlass mein Grundstück und vergiss, wo es ist. Ach komm schon, es dauert auch nur einen Augenblick, sogar nur den Augenblick eines Augenblicks. Sag mir nur, wie war mein Onkel so? Wie bist du zu einem Mitglied von den glorreichen Fünf geworden und was habt ihr überhaupt gemacht? Du weißt nicht, was wir gemacht haben? Unigos ist noch nicht dazu gekommen, es mir zu sagen. Ach, was soll's. Aber sei still und versuche zumindest etwas weniger anstrengend zu sein, hm? Womit soll ich anfangen? Richtig. Es fing natürlich alles damit an, dass Jordan zu Hause wegging. Er war damals 18 und wenn ich mich erinnere, dieser gerissene Schurke war schon immer eine zu große Nummer für seinen winzigen Geburtsort. Und das wusste er auch. Suchte er das Weite, sobald er konnte. Aber wenn du so jung schon so gewieft bist, dann bedeutet das auch zwei andere Dinge. Du bist hochnäsig und hitzköpfig. Sein Plan war es, auf ein großes Abenteuer zu gehen, das ist alles sehr detailliert, nicht wahr? Ein Weg wie dieser ist mit den Skeletten junger Idioten gepflastert, aber Jordan war keiner von ihnen, egal. Er wanderte tagelang, Tage wurden bald zu Wochen und seine Vorräte zu Staub. Er war als Jäger völlig unbrauchbar, jedenfalls damals. Also waren Beeren und Pilze alles, mit dem er sich versorgen konnte. Offensichtlich brauchte er Münzen. Er kam an einem Gutshof vorbei, der von einem Meer aus Apfelbäumen umgeben war. Jordan beschloss, sich dort anstellen zu lassen. Eine Woche wahrer Knochenarbeit verbrachte er dort. Seine Hände waren voller Blasen, seine Haut rot von der brennenden Sonne, seine Knie pochten vor Schmerz. Ich muss schon sagen, du bist wirklich ein großartiger Geschichtenerzähler. Das hatte ich gar nicht erwartet. Mund zu, willst du, dass ich fertig erzähle? Wo war ich? Ach, richtig. Er war erschöpft von der anstrengenden Arbeit, spazierte zum Gutsherrn mit einem Lächeln im Gesicht, um sich seine Bezahlung abzuholen. Jordan war schon allein von der Vorstellung davon satt, was er sich alles in Köstlichkeiten kaufen würde. Und dann zerschlug die Hand dieses
Baumfürsten all die schönen Träume, indem er ihn lediglich mit ein paar wirklich lustigen Münzen abspeist, lausigen Münzen abspeiste. Mit lustigen Münzen, ja. Jordan war außer sich, das war nur ein winziger Teil der Bezahlung, die er hätte bekommen sollen. Er schrie den Kerl an, verlangte Gerechtigkeit, aber Arbeiter waren nichts als Fliegen für den, abstoßende, ersetzbare Insekten. Und was machst du mit einer Fliege, die zu laut summt? Die Hände des Apfelbaumfürsten schlugen von beiden Seiten gleichzeitig gegen Jordans Ohren, mit so viel Kraft dahinter, wie sie ein Ochse hat. Jordan fiel betäubt zu Boden, und die Wachen des Apfelbaumfürsten warfen ihn hinaus wie Abfall. Sie nahmen sich auch die wenigen Münzen, das sollte ich noch dazu sagen. Erst gegen Abend kehrte Jordans Gehör zurück, und mit ihm kam auch ein Gedanke, der Gedanke an Rache. Als ich ihn 10 Jahre später traf, war dein Onkel ein recht passabler Kämpfer, aber das war er damals noch nicht. Er wusste, dass die Wachen kurzen Prozess mit ihm machen würden, würde er sich auch nur in der Nähe wagen. Deshalb musste er einen anderen Weg finden, seine Rache zu bekommen. Jordan war schon immer ehrgeizig gewesen, aber der Hass trieb ihn nun an wie nichts anderes zuvor. Und, was ist als nächstes passiert? Als nächstes habe ich genug von dieser Unterhaltung. Verzieh dich. Das geht nicht, du kannst mich doch jetzt nicht an der Stelle hängen lassen. Ich kann machen, was immer ich will. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Scheiß auf deine anderen Dinge. Was für andere Dinge? Ich kümmere mich darum. Ich mache alles, was du willst. Nur bitte erzähl mir die ganze Geschichte. Verdammt, bist du nervtötend. Bitte, 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 bitte. Bin ich gar nicht. Nee, ich mache das hier. Bitte, bitte, bitte. Von mir aus, halt nur endlich die Klappe. Sag mir einfach, was getan werden muss. Du wirst es nicht bereuen. Hier, greif dir diese Schaufel, ein ziemliches Drecksteil, aber sie wird reichen. Hinter meinem Haus gibt es Tonvorkommen. Geh da hin und grab etwas Ton für mich ab. Bin schon dabei, Boss. Ton, das ist deine dringende Angelegenheit. Bist du etwa töpfersüchtig? Bin schon dabei, Boss. Reputation hat sich verändert. So, jetzt nochmal Sambor. Ah, verdammt, ich kann noch nichts bei ihm kaufen. Okay, mach's gut. Sekündle, dann muss ich mal die Holzschaufel auspacken und hier auf die 6 reinpacken. So, ah, da haben wir es. Okay. Was ist das? Ein Holzrähchen. Ich bin gerade sprachlos. Ich habe... Mit sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Alter. Okay, Tonvorkommen, buddel mal. Ein Holzrähchen, ist das eins der Dekorationsgegenstände? Ist ja Hammer. Wie viel soll ich denn überhaupt buddeln? Tagebuch? Guten Morgen, liebe Nachbar. Nein, Unikos Geschichte. Grabe Ton. Einmal eins von zwei mit 4 bis 5 Ton. Okay. Da muss ich jetzt gleich nochmal schauen, ob ich da noch mehr finde. Gut. Abliefern am Sambor. Allerdings muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich diese Räche natürlich einsammle. Ich glaube, das ist ein kleiner Schnitzer. Ist ja nice. Ach, sieh einer an. Nochmal eine Holzschaufel. Ton, Ton, Ton. Aber anscheinend kein Holzrähchen mehr. Jetzt bin ich halt sau langsam. Verdammt. Habe ich die jetzt denn übersehen oder liegen da nochmal welche? Die habe ich wahrscheinlich nur übersehen, ne? Was wiegen die Dinger überhaupt? Ich hoffe, die kann ich verkaufen, verschenken, was weiß ich. Irgendwas. So, ich habe es angeleckt, ist meins. Ich hoffe, ich kann die ihm verkaufen. Warte mal, mal angucken. Inventar, wahrscheinlich ist das hier, ja. Gewicht 0, Preis 0. Warum? Eine Dekorationsobjekt. Seltsame Rehfiguren, die im Schlamm gefunden wurden. Wer könnte sie hergestellt haben? Ah, ein kleines Rätselchen. Lauf schneller.
Ich weiß, dass die Dinger nichts bringen, aber ich lasse sie nicht liegen. Nein, nein, nein. Hüpf! Ach, da hockt er. Hat sich jetzt einen faulen Lenz gemacht, ja? So, Sambor. Ja, hier ist der Ton, den du wolltest. Erzählst du die Geschichte jetzt zu Ende? Schon gut, schon gut. Also, wie ich bereits sagte, war Jordan damals kein besonders guter Kämpfer. Er hatte kein Geld und keine Verbindungen. Aber er hatte eine Sache, eine ungewöhnliche Gabe. Siehst du, Jordan war schon von Kindesbeinen an ein außergewöhnlich begabter Lügner. Keine schwitzenden Hände, kein Schwanken der Stimme, eigentlich nichts, was ihn verraten hätte. Ruhiger, gleichmäßiger Atem, Augenkontakt die ganze Zeit. Am Ende konnte er mit jeder Art von Druck fertig werden, selbst in den verrücktesten Situationen, aber das war nicht von Anfang an so. Damals musste er nicht unter Druck lügen. Er war keine Belastung für ihn. Er tat es so selbstverständlich wie atmen. Er hatte einfach überhaupt kein Schuldgefühl. Das ist alles schön und gut, aber was ist denn jetzt mit dem Fürsten weiter passiert? Moment, zuhören. Er schmiedete einen Plan, der so unfassbar bescheuert und an den Haaren herbeigezogen war, dass es schwer fällt zu glauben, dass er tatsächlich funktioniert hat. Als erstes hat er den Schneider der Stadt dazu gebracht, ihn vollständig neu einzukleiden, in Kleidung, die nur den reichsten Adligen vorbehalten war. Die feinsten Stoffe, seidenen Fäden, die ganzen Schnickschnack, entsetzlich teuer. Aber wie konnte er sich das leisten, willst du jetzt sicher fragen? Ganz einfach, er hat nicht dafür bezahlt. Also hat er einfach alles gestohlen? Das habe ich nie behauptet. Jordan war kein Dieb, zumindest nicht in herkömmlichen Sinne. Davon abgesehen habe ich die verdammte Geschichte denn schon zu Ende erzählt. Neu eingekleidet reiste Jordan zum Schloss des Königs des Reichs und ging hinein. Schon gut, schon gut. Jetzt weiß ich, dass du dir das alles nur ausdenkst. Das ist einfach unmöglich. Tja, du hast völlig recht. Das ist es. Schon der Gedanke daran ist reiner Wahnsinn. Aber Jordan, er marschierte einfach hinein. Ich kann dir nicht verübeln, dass du mir nicht glaubst. Verdammt, ich würde mir ja selbst nicht glauben, wenn ich nicht genau so etwas später hunderte Male mehr mit eigenen Augen von ihm gesehen hätte. Jedenfalls, er spazierte einfach so in das Schloss hinein. Und als er dort war, da setzte er seinen Plan in die Tat um. Und dieser Plan war, mit seiner Frau zu schlafen. Wessen Frau? Die des Königs. Die Frau des Königs? Also die Königin? Richtig. Also nur damit ich das richtig verstehe. Sein Plan war es, ins Schloss zu gelangen, um mit der Königin zu schlafen? Ganz genau. Du hattest recht, das ist der absurdeste, bescheuertste Plan, von dem ich je gehört habe. Ich habe es dir ja gesagt, aber der Plan hat blendend funktioniert. Ich verstehe es immer noch nicht. Was hat funktioniert? Was hat er damit erreicht? Nachdem sie sich geliebt hatten, zog Jordan sich wieder an und versprach der Königin, dass er ihnen ein paar Erfrischungen holen würde. Damit verließ er sie, ließ aber sein Untergewand absichtlich neben dem Bett zurück. Dann suchte er sich einen Wachmann des Königs und sagte ihm, dass er gesehen habe, wie sich die Königin zusammen mit einem verdächtigen Fremden in eine Kammer geschlichen habe. Der Wachmann stürzte in den Raum und fand dort die Königin, nackt im Bett, mit der Kleidung eines fremden Mannes neben sich. Als treuer Diener erstattete der Wachmann natürlich sofort dem König selbst Bericht. Dieser war außer sich vor Wut, wie du dir sicher vorstellen kannst. Er konnte wohl kaum seine Frau bestrafen. Das hätte seinen Ruf geschadet, aber er konnte sich ihren Liebhaber vornehmen. Leider hatte Jordan das Schloss zu diesem Zeitpunkt längst verlassen. Auf dem Rücken einer prächtigen Stute, der er sich aus dem Stall geliehen hatte, ritt er in den Sonnenuntergang davon. Das ergibt für mich alles immer noch keinen Sinn. Weißt du, der König konnte den schamlosen Verführer nicht auf frischer Tat ertappen, aber er konnte versuchen, ihn aufzuspüren. Dafür gab es, abgesehen von dem Untergewand und einer süßen Erinnerung für die Königin, nur einen Anhaltspunkt, sein Name. Nicht sein wirklicher Name natürlich, der Name, den er benutzt hatte, um sich der Königin vorzustellen. Der des Apfelbaumfürsten. Ha, genau, jetzt hast du es verstanden. Ja, das ist unglaublich, der Kopf dieses hohen Herrn hat sich sicher kurz darauf von seinem Körper verabschiedet. Hat das nicht dazu geführt, dass der Kerl gehängt wurde? Das scheint etwas viel zu viel der Strafe. Machen wir mal die zwei. Er wurde nicht umgebracht, das wäre nicht Jordans Stil gewesen. Die Königin flehte um sein Leben, also warf der König ihn in den Kerker, wo er seine letzten Tage verbrachte. Jordan war einfach erstaunlich, all das mit nichts als seinem Verstand und seiner Überzeugungskraft. Diesem hohen Herrn hat er gezeigt, dass er ihn besser nicht hintergangen hätte.
Nicht, dass du jetzt den falschen Eindruck gewinnst, was seine Beweggründe angeht. Joran hat sich in dieser ganzen Mühe nicht nur gemacht, weil er selbst mal schlecht behandelt worden war. Du musst wissen, dass dieser Apfelbaumfürst grausam und gnadenlos war. Er misshandelte alle seine Untergebenen. Er tötete aus Spaß, vergewaltigte zum Zeitvertreib. Die Leute nannten ihn auch den Waschmann, weil er sich zur Angewohnheit gemacht hatte, die Bastarde, die ihm geboren wurde, wurden direkt nach der Geburt im See zu ertränken, wie ungewollte Kätzchen. Oje. Jordan musste ihn aufhalten und das tat er. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Nachdem der Herr des Apfelbaumguts gefangen genommen worden war, musste jemand seinen Platz einnehmen. Er hatte keine rechtmäßigen Erben, aber dann auf verblüffende Weise zu ganz genau dem rechten Zeitpunkt erschien ein fremder Cousin auf der Bildfläche. Ein reizender junger Mann mit zwei unterschiedlich gefärbten Augen. Du nimmst mich doch jetzt auf den Arm. Er machte sich das Hab und Gut seines verurteilten Verwandten mit Leichtigkeit zu eigen. Aber Joran wollte nichts davon. Nichts für sich selbst. Also nahm er nur drei Beutel mit Münzen an sich und überließ den Rest den Arbeitern. Die konnten ihr Glück kaum fassen. Wahrscheinlich verehren sie ihn dort immer noch. Oh, und noch eine Sache. Warum drei Beutel? Das fragst du dich sicher. Ganz einfach. Einen für den Schneider, einen für den Stallburschen, von dem er das Pferd hatte, und den letzten für sich selbst, mit genau der Summe, die er mit seiner Arbeit in der Plantage hätte verdienen sollen. Ich sagte dir ja, Jordan war kein Dieb. Und das war alles. Er stieg auf seine prächtige Stute und verließ das Reich auf zu neuen Abenteuern. Zumindest ist das die Geschichte, wie er sie uns zu erzählen pflegte. Also kann es gut sein, dass nichts davon wahr ist. Aber so war das nun einmal mit Jordan. Jetzt verstehe ich, was du Unigos da gemeint hat. Er klingt tatsächlich, als könnte es ihn gar nicht geben. Ich kann nicht glauben, dass dasselbe Onkel sein soll, von dem mir meine Mutter erzählt hat. In ihren Worten war er ein einfacher Händler. Er hatte Erfolg, ja, aber er war normal, sterblich. Ja, ich habe mich auch oft gefragt, ob er überhaupt sterblich ist, aber mittlerweile wissen wir es. Warte, du hast mir ja gar nicht gesagt, was du nun eigentlich der Sinn und Zweck der glorreichen Fünf gewesen ist. Oh, ich dachte, das wäre mittlerweile offensichtlich. An diesem Tag wurde nämlich Jordans Mission geboren. Er wusste, dass es verwöhnte und verdorbene Reiche und Mächtige ganz wie diesen hohen Herrn an vielen Orten gibt. Sie saugen dem einfachen, hart arbeitenden Volk das Leben und die Würde aus. Und er wusste nun, dass er es mit ihnen aufnehmen konnte. Zumindest ein Stück weit. Also war es genau das, was er anfing zu tun. Korrupte Amts- und Würdenträger stürzen und dem Volk etwas zurückgeben. Er klingt wie ein Held, ein richtiger Held. Also es war nicht so, dass ich meine, ich denke, das kann man so sagen. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich der Meute angeschlossen hast? Jordan arbeitete alleine, bis er Unigos traf. Die flinken Finger dieser kleinen Ratte halfen da weiter, wo Jordans Zunge nicht ausreichte. Und dann brauchten sie eben noch jemanden, der auch über die anderen Talente verfügte, die ihnen fehlten. Stärke, Männlichkeit, Mut und Tapferkeit, Unabhängigkeit, Rechtschaffenheit. Richtig, ich glaube, ich verstehe. Also suchten sie sich den Besten, den es gab. Ich hatte gerade etwas Zeit zwischen den zwei Anstellungen. Also versuchte ich es mit ihnen. Und schlagartig fing die Meute an, wirklich etwas zu bewegen. Aber ich prahle nicht gern. Oh ja, das ist mir aufgefallen. Bescheiden wie ein Veilchen. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Jemand, der so talentiert ist wie ich, der hat es gar nicht nötig zu prahlen. So wie die Sonne nicht beweisen muss, dass sie hell ist. Wie dem auch sei, ich habe jetzt schon mehr zu dir gesagt, als zu allen anderen in den letzten 5 Jahren. Also wird es Zeit, dass du verschwindest und wenn es nach mir geht, kommst du auch nicht wieder. Nie wieder. Es war mir eine große Freude und eine wahre Ehe. Ja, von mir aus. Jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Und als Dank dafür, dass er meinen Aufenthaltsort verraten hat, bring Unigos noch diese seltene Köstlichkeit von mir. Er mag sie besonders gern. Ohrfeigen. Willst du, dass ich ihm ins Gesicht schlage? Stottere ich etwa? Nein, Herr, natürlich, Herr. Zu Befehl, ich bin schon weg. So, Unigos Geschichte. Okay, und der Tag ist fast rum. 100 Reputationen. Ich habe diese seltsame kleine Figur in der Tongrube gefunden, sogar mehrere davon. Wer hat dir erlaubt, sie anzufassen? Das geht dich alles gar nichts an. Naja, sie ist so scheußlich, ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders, ein solches kleines Kunstwerk sollte nicht im Dreck liegen. Mach mal das. Denkst du das wirklich? Sambo, sie ist wirklich gut geworden. Warum hast du sie weggeworfen? Sie ist dumm.
Sie ist überhaupt nicht dumm. Du solltest stolz darauf sein, dass du so etwas kannst. Ich wäre es. Das war ich. Ich habe sogar versucht, etwas damit zu verdienen. Was ist schiefgelaufen? Im ganzen Tal gibt es eigentlich nur eine Person, die mit Kunstwerken und verschiedenen Ziergegenständen handelt. Wenn du mit ihr zusammenarbeiten kannst, dann hast du es in dem Geschäft geschafft, aber ohne sie bist du ein Niemand. Und das Hauptproblem ist, dass sie ein absolutes missgönnerisches, blutsaugendes Ungeheuer ist. Sie interessiert sich nur für Geld. Ich habe versucht, mit ihr ins Geschäft zu kommen, aber ich habe schon mit mordlustigem Abschaum erfolgreicher verhandelt. Folglich dienen diese Schnitzereien nur noch dazu, im Dreck zu liegen. Vielleicht könnte ich mit ihr reden. Ha, tu dir keinen Zwang an. Sie heißt Fenena und lebt in Denica. Ich werde versuchen, sie zur Vernunft zu bringen. Hier, nimm 20 Figuren mit, wenn du dein Glück auf die Probe stellen möchtest. Ich habe Unmengen davon. Gib die Hoffnung nicht auf, Sambor. Ich werde sehen, was ich tun kann. So. Jetzt habe ich 33 von diesen Holzrähchen einstecken, die zum Glück kein Gewicht haben. Das ist schon mal von Vorteil. Aber ich bin trotzdem immer noch überladen. Kann ich jetzt mit dir handeln? Lass mich in Ruhe. Okay, wo finde ich? Sehe ich aus wie ein Richtungsschild. Mach's gut. So, und wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir jetzt überladen sind und auf Wolfsjagd gehen müssen. Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier mal ganz kurz. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Minuten Geschichte gelesen. So. Ich müsste Wegerich einstecken haben. Wenn ich jetzt allerdings mit 3 Wölfen zu tun habe. Oh Gott, schaffe ich das alles, ey? Ich weiß es nicht. Sollte ich auf jeden Fall mehr Breitwegerich sammeln. Ich hoffe, dass ich die Wölfe finde, das ist ganz klar, ne? Weil ich möchte ja die Quests erfüllen und ich möchte möglichst keine Quest auslassen. Hätte ich gewusst, dass das so eine ewig lange Geschichte wird. So, das Problem ist, ich weiß nicht. Ich muss mich erst einmal entladen. Was wirklich, wirklich das große Problem ist, dass ich jetzt überladen bin. Ha! Danke! Danke, dass du zu mir stößt. Weil ich stoß dich jetzt. Oh, und ich bin gestorben. Errungenschaft freigeschaltet. Ups. Okay, wir laden nochmal. Moment, das war die Schnellspeicherung. Okay, also das ist... Ich muss mich auf jeden Fall... Entschuldigung, erstmal der Dinge entledigen, die ich da so einstecken habe, dass ich schneller bin. Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich die Speere auch werfe und nicht einfach nur... Und vielleicht schlafen wir auch. Ich denke mal, das ist schon sinnvoller, wenn ich erst einmal ein Feuer mache, schlaf und wir dann tagsüber gehen. So, ich habe jetzt schon gedacht, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache, aber es ist klar, wenn ich die Tiere natürlich... Die habe ich ja normal gelassen. Da habe ich ja nichts verändert an den Einstellungen. Oder wir haben nichts verändert an den Einstellungen. So, von daher, ich lasse jetzt mal mein Hab und Gut bei dir, ja? Ich hoffe, es ist gut aufgehoben. Wir werfen den Dünger ab. Das sind schon mal 20 Kilo. Wir werfen den Ton ab. Das sind auch nochmal 5 Kilo. Damit hätte ich schon mal ein bisschen mehr Platz. Das Fladenbrot möchte ich eigentlich. Es sind 45 Nahrung. Ich will noch nicht 45 Nahrung aufbrauchen. Die Beeren haben auch sehr viel Gewicht. Warte mal, schmeißen wir erst einmal das hin. Und dann schmeiße ich die Beeren jetzt. Oh, warte mal, nee. Nee. Die esse ich. Weil ich brauche Wasser. Und dass es mir so richtig schlecht wird, haue ich mir jetzt die Beeren rein, bis ich alles auf 100 habe. So, zack. Damit passt es schon mal. Kann ich jetzt hier schlafen? Nein, kann ich natürlich nicht. So, damit würde ich sagen, speichere ich jetzt nochmal.
Wir schauen nochmal wegen Wegerich, weil ich hoffe nämlich auch, dass ich während ich mit dem Wolf kämpfe, auch ins Pause-Menü kann. Um mich dann hoch zu pimpen. Okay, warte mal. Wir da vorne war der gestanden mitten auf dem Weg, ne? Ah, jetzt. Ich hoffe auch, dass er immer noch da steht. Kannst du jetzt mal zustechen? Hups. Na, das hat so nicht hingehauen. Ich muss leider nochmal laden. Moment. Laden, die Schnellspeicherung. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ich brauche unbedingt einen Bogen. Bogen und Pfeile. Man sieht halt auch nicht, wie stark die Wölfe sind. Also von daher bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe nur leider auf Escape gedrückt, anstatt auf Tab war das Problem. Ich bin ja so, ne? Ich teste das. Das Problem ist jetzt halt, wo ist er hin, ne? Ob der wiederkommt? Seit wann flüchten die? Verdammt. Das Dumme ist, ich sehe nichts. Ich müsste tatsächlich erstmal schlafen. Dass wir das tagsüber machen. Schauen wir mal Stock 9. Mach mal deine Fackel an. 14, 16. Ich muss auf jeden Fall ein Stück weg sein von Sambor. Ich weiß nicht wie weit, aber ist auch egal. So, probieren wir das mal. Und es regnet. Na super. Okay, der Regen ist relativ leise. Ich überspeichere aber nicht den Schnellspeicher, weil ich habe jetzt halt doch das, dass ich am Feuer war, den automatischen Speicherstand. Ich höre dich heulen, aber... ist das Viechchen. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich einen Herzkasper kriegen, wenn der mich anfällt. Licht wäre halt gut, ne? Ich würde vielleicht sogar sagen, weil wir sind jetzt halt auch schon wieder bei einer halben Stunde. Wir probieren das nochmal, dann im nächsten Part. Also ich lade im Grunde dieses Schnellspeicher-Ding nochmal. Und nächtige. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen. Das müssen wir auf jeden Fall probieren. Okay, wenn euch der Part heute gefallen hat, auch wenn es sehr viel Geschichte war, ich finde die aber ultra interessant. Also finde ich wirklich klasse, was die sich da überlegt haben und was die da erzählen. Lasst ein Like da, lasst Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.